Jo, es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen und so. Für Leute, die gerne eine Begrüßung haben. Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich das nicht so oft mache. Besonders in LoL nicht. Wo die meisten meiner Abonnenten ja hier sind. Deswegen, also wegen LoL. Ha, meine Untergebenen waren wohl nicht gut genug. Von mir bekommt ihr die Wegrune nicht. Das passt aber nicht in meinen Plan. Ja, ich bin mal gespannt. Oh Gott. Die schon wieder? Ich werde niemals sein wie du. Deine Kameraden sind dir egal. Es fehlt nicht der Wille. Du kannst es einfach nicht. Du bist ein Versager. Wenn die jetzt genauso sind, dann ist egal, ey. Dann scheiß auf die. Hat er mir Cash geklaut? Hat mir. Keine Ahnung, ob der mir Cash geklaut hat. Vom Geräusch her. Oh Gott. Ein Windows-Update-Ding ist bei mir unten in der Ecke. Ja, der klaut mir immer ein bisschen Cash. Jo! Er macht mich arm. So. Ich glaube, die Hälfte haben wir geschafft von ihm. Oh, der fällt. Natürlich. Den kann man relativ gut bearbeiten. Ganz aufladen kann man den wohl nicht. Oh, und die. Mann! So. Schöne Musik übrigens. Ich mag sowas. Der Soundtrack ist cool. So, jetzt kommt Jacko auch noch. Cool. Jacko, befolge den Plan und kill sie. Hypnose. Ich werde heute beweisen, dass ich ganz normal bin. Ja, so sieht's aus. 1, 2, Jacko, mach dich stärker. 1, 2. Jacko! Kommt er jetzt auch vom Himmel? Gott, übel. Ja, jetzt sind die ziemlich stark. Ziemlich stark. Zieht er mir viel ab. Davon wird mir ein bisschen schwindelig. Oh, ich habe ihn nur. Du
Das war blöd. Jetzt hat er mich fast erledigt. Und ich habe nicht mal die Dingens-Power. Oh, doch, jetzt. Boah, das hat mir den Arsch gerettet. Oh. Nice. Jetzt, was kommt jetzt? Komm schon. Checko. Jetzt? Checko habe ich jetzt besiegt. Der ist auch relativ leicht. Also, Siam ist da schon der schwerste. Ach, doch, ja. Auch dich habe ich erledigt. So, jetzt kommt Blackie oder was? Hm. Wie geil ist das denn? Aber das wird schwierig. Wenn nicht sogar unmöglich. Weil ich auch nicht weiß, was für... Oh! Autsch! Heavy! Oh, ich kann Ruffy wieder benutzen, das ist geil. Ich dachte, er ist K.O. Aber auch gut. Mit Ruffy schaffe ich das. Nami ist ein Klotz am Bein. Ohne Scheiß. Yo! Da ist nur ein kleiner Zeitraum, wo ich ihn angreifen kann. Ganz knapper Zeitraum. Und auch nur, wenn ich ihm gut ausweiche. Wenn er unten von oben kommt. Aber es ist machbar. Ein bisschen kämpfen könnt ihr wohl, aber es ist noch nicht vorbei. What the fuck? So. Das war scheiße. Oh Gott. Mit der Attacke habe ich nicht gerechnet. Ich frage mich jetzt, ob ich ihn quasi von vorne oder von der gleichen Stelle wieder B
besiegen muss. Nami hat keine Nase. Nee. Gott, so besiege ich hier niemals. Nami ist einfach nur Grütze. Das ist ja schon eine heiße, aber... Naja. Eine Kämpferin ist sie ja nicht. Es kommt wieder mein Windows-Update-Ding, ey. Oh Gott. So besiege ich ihn nie. Ja, das wird noch eine Geduldsprobe, weil ich jedes Mal nur einen fucking Hit drauf hauen kann. Das ist einfach nur scheiße ist. Yo! Langsam habe ich keinen Bock mehr auf diesen Boss. Ich verliere ja kein Leben, deswegen ist mir das jetzt auch egal. Ich versuche den Dingern so gut wie möglich auszuweichen, aber an sich auch egal. Ey. Wie lange hänge ich jetzt an dem Spacken? Ich kann K.O. gehen, glaube ich. Aha, wenn ich das aktiviere, dann... Ja. Verschwindet der. Es wird aber noch eine sehr schwere Geburt, wenn ich das schaffe. Komm schon. Ah, ich hab's geschafft! Ja, Mann. Nein, aber mein Plan wird irgendwann nochmal aufgehen. Wegrunde mit mir, her. Zu mir. Mit mir. Ja, Mann. Die schwarze Katze haben wir besiegt. Blackie. Ihr gemeinen Schurken, was für ein fieser Trick, sagt der böse Pirat. Waha! Hey, Lysop! Was machst du? Hä? Das habt ihr echt gut gemacht. Ich bin reingegangen und habe sie vernichtet. Sie kamen in Wellen, doch ich habe es mit allen aufgenommen.
Ich habe Captain Black zurückgedrängt, aber dann... Ein Schritt und ich war in dieser Falle. Ja, genau. Ja, Ende gut, alles gut. Ja, das war aber hart verdient, diese Wegrune. Er sieht aus wie die von Buggy, aber mit einer anderen Markierung. Jo. Komisches Bild. Bild? Das ist doch eine Inschrift, oder? Das ist dann auch egal, ey. Schon haben wir 2 von 7. Wenn wir alle Teile zusammengefügt haben, sehen wir, was draufsteht. Und selbst wenn wir es schaffen, erwartet uns bestimmt ein paar Schurken. Diese Schatzsuche wird kein Zuckerschlecken. Bis jetzt finde ich trotzdem Captain Black hier noch am leichtesten von den Bossen. Alvida fand ich schon von der Hitbox her schon am schwierigsten. Und, obwohl Buggy war noch ein Ticken schwerer. Aber naja, wir haben die ganzen Leute hier erledigt. Wir haben unser Cash bekommen. Ruffy hat mehr Leben bekommen. Habe ich gerade gesehen, wie das neue Fähigkeit. Du kannst nun Zoros Dreifachschwert X speichern und dann... Ah, okay, das ist dann einfach nur verstärkt. Nami bekommt Her damit, kann sie jetzt verwenden. Mentale Steigerung. Das sind wahrscheinlich diese... Bisschen mehr Leben wahrscheinlich oder so. Ja, bisschen mehr Leben. Ja, hört sich gut an. Wir haben ziemlich viel abgeräumt. Mal gucken. Zorro. Zorro kratzt schon an Buggys Kopfgeld. 14... Millionen und Buggy hat 15 Millionen. Crocodile hat 81. Das hört sich eigentlich noch machbar an. Also, wir sind gut dabei. Ruffy hat auch schon 10 Millionen. Also, wir sind gut dabei. Erster Platz. Ich komme. Speichern und kriegen wir noch ein paar Level rein. Ja, was geizen wir hier rum? Was geizen wir hier rum? Wir packen noch ein Level rein. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Puh. Mal schauen, wer der nächste Gegner ist. Lysop haben wir als Gefährten. Wir sind im Baratie. Ja, Mann. Und Sanji gammelt herum. Die Baratie-Bühne. Dann wird da wahrscheinlich hier... Dingens sein, der Gift-Typ mit der goldenen Rüstung. Oder, ja, der mit der Gasmaske. Ihr wisst schon. Wie heißt er nochmal? Keine Ahnung. Ist schon lange her, also... Cool. Also das letzte Mal, als ich hier One Piece... Oder als ich die ersten Folgen geguckt habe, das ist echt schon Jahre her. Da kenne ich schon gar nicht mehr die Namen. Ich weiß nur noch die ungefähre Story. Also, wenn ich mich nicht so auskenne, verzeiht mir das. Er ist auch da, oder? Dieser Sanji. Okay, los geht's. Zeit zu fordern. Oh, schon wieder? Also, das erste Gebiet machen wir wohl noch. In diesem Part. Auf jeden Fall machen wir das noch. Als Unterstützung nehme ich... Lysop hat noch gar kein Cash. Deswegen nehme ich den mit und als... Dingens nehme ich Zorro als dritten. So. Vielleicht sollte ich den Ingame-Sound ein bisschen lauter stellen. Und vielleicht auch mein Windows-Update dingsen lassen, umstellen. Willkommen in meinem schwimmenden Restaurant. Ihr sucht wahrscheinlich die Wegrune, aber wie wäre es mit einem Essen? Was auch immer ihr wollt, ihr bekommt es. Dank meiner Fähigkeiten werde ich euch aufschlitzen und braten. What?
Wir kriegen es direkt mit einem Boss quasi zu tun. Ich nage den Knochen ab. Deine Bestellung nehme ich nicht auf, Junge. Was glaubst du, wer von uns hat das Kaliber, ein Piratenkönig zu werden? Na, ich. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Wenn er wüsste. Naives Kind, du verstehst nichts, solange es dir nicht eingeprügelt wird. So, die Pflicht ruft. Naja, man weiß auch nicht, wer was sagt, aber hey, ist ja egal. Don Creek, genau so hieß der. Letztes Gebiet, schon? Oh, Gift. Die Attacke ist schön. Oh. Hört nur. Schon? Jetzt schon auf die Schnauze bekommen? Ja, die Attacke tut schon weh. Ja, Mann. Update-Scheiße weg hier. Grrr, diese Schande. Jetzt Don Creek noch, oder was? Da habe ich noch. Noch was auf Lager. Jin, du bist eine echte Enttäuschung. Jetzt zeige ich mal, was ich militärisch drauf habe. So, der hat noch vier seiner Kügelchen hier. Okay. Okay. Yo. Einfach hinter ihm springen. Der ist nicht so agil. Ja, okay. Das war's auch schon mit agil. Ich dachte, das wird ein leichtes Spiel, aber Don Creek ist dann doch eine Nummer größer. Beziehungsweise die Mechanics sind anders. Gibt ja nicht mal einen Blockknopf. Gott. Also der ist schon mal... Ist er ganz besiegt? Niemand widersetzt sich mir! Ist das so? So, in den nächsten 30 Sekunden muss er droppen. Er muss droppen. Ja! Hab dich! Komm schon! Ja, ich hab ihn. Ja, easy peasy.
Niemand kann es mit meinen militärischen Fähigkeiten aufnehmen. Ich bin der Stärkste. Ja, geschafft. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Beziehungsweise es geht ja noch ein bisschen weiter. Mal schauen. Es ist vorbei. Hey Sanji, was machst du? Ich besorge Essen. Dieser Creek war wie immer ziemlich brutal. Es gibt auch sowas wie eine Diebesehre. Kein Ladendiebstahl. Das hat ihm bestimmt gefallen. Da gibt es erstklassiges Futter. Darum geht's nicht, Dummkopf. Also, wo ist die Wegrune? Yes. Das Baratie hatte nur ein Level. Wir haben Creek besiegt und haben direkt eine Wegrune. Also, ist cool. Hör mal, Ruffy. Ein Rumba ist ein lustiger Tanz. Dieser Stein, ich dachte, es wäre was ganz anderes. Auf dem Wegrund gibt es auch Zeichnungen, die eine Karte bilden. Ich glaube, sie zeigt uns, wo der Schatz liegt. Na gut, Level complete. Jin haben wir besiegt, Creek haben wir besiegt. Wir haben von beiden quasi das Kopfgeld bekommen. Und 17 Millionen hat Zoro. Das heißt, er müsste höher sein als Buggy. Hier, der Lysop kriegt ein bisschen Stuff. Bisschen Energie und so ein Zeug. Keine Ahnung. Die beiden hier steigen auf. Ruffy müsste im nächsten Level dann höher sein als Buggy. Zoro, oh. Zoro hat direkt Buggy, Black und Creek überholt. Nicht schlecht. Der ist schon auf Platz 6. Und ist auf 17 Millionen. Beim nächsten könnte er schon auf Arlongs Level sein. Obwohl, nein. Nee, nicht auf Arlongs. Aber Masira, ist der so hoch? Und Shoujo? Die beiden sind so hoch? Naja, Bellamy ist ja schon auch. Ja, ist cool. Ist cool. Ist cool. So. Jetzt sind wir wieder in der Bar. Ihr habt drei. Scheinbar seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn ihr versagt, tut mir das leid. Ihr müsst reich werden. Für das Essen gibt es keine Rückerstattung. Hey, Schwächling. Was? Dieser Kirschkuchen ist einfach göttlich. Danke. Okay, Strohhut, hör zu. Ich bin kein Schwächling. Und? Also. Wenn ich solche Herumtreiber wie euch sehe, muss ich an meine alten Zeiten als Pirat denken. Was, Schwächling, du warst ein Pirat? Warum hast du aufgehört? Das muss ich euch nicht erzählen. Ach egal, esst euren Kirschkuchen. Das werden wir. Die Dialoge sind natürlich sehr tiefsinnig. Natürlich. Wahaha, streng dich an, ja? Ich zähle auf dich, Strohhut. Dialoge von höchster Schreiberkunst hier. Hätten die auch weglassen können, ey. Als uns den Dreck da anzudrehen. Ja, wir sind bei 2,5 Stunden. Hm? Ah, 2¼. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir brauchen noch 4 Wegruhen. Und 3 Mitglieder fehlen uns noch in unserem Team. Steht da wenigstens da unten. Unter der Rune sind ja diese 3 Totenköpfe noch. Ja, Kommentare sind erwünscht. Und bis zum nächsten Mal.